Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute ist mein Sohn dabei, der Tom. Du kannst ein bisschen lauter sprechen. Ja, hier beißt niemand. Ja. Ja, heute testen wir den Kona. Den Hyundai Kona. Ja, und zwar, wir haben die Hybrid-Variante von dem Hyundai Kona bekommen von der Torpedo-Gruppe. Vielen Dank nochmal für das Testauto. Oh ja. Und den fahren wir heute, beziehungsweise nicht nur heute, sondern den fahren wir jetzt 6 Monate lang. Ich persönlich finde den Kona, also zuerst habe ich gedacht, okay, optisch ist der sehr, 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 sehr modern. Ja? Also wirklich so ein bisschen futuristisch. Ja. Futuristisch. Und man muss ein bisschen daran gewöhnen. Aber jetzt haben wir das Auto vier Wochen. Und wenn ich ehrlich sein soll, der gefällt mir irgendwie schon mittlerweile. Ja. Ich finde das Auto als Alltagsauto sehr angenehm. Ja. Also man hat hier sehr viel Beinfreiheit. Die Fußmatten gefallen mir jetzt persönlich nicht. Also die sehen ein bisschen, die passen überhaupt nicht zum Auto. Das Auto ist sehr modern gestaltet, aber die Fußmatten, die sind noch von den älteren Autos. Aber das ist wirklich so, das ist so ein bisschen, ja, die sehen nicht schön aus. Also die optisch, vielleicht sind die praktisch. Praktisch ist dann natürlich schon, weil das ist so, ja, gefleckt, sag mal so mit weiß-schwarzer Naht, so ein bisschen hin und her, geflockt, geflochen. Wie nennt man das? Keine Ahnung. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Vorteil ist, ja, den ganzen Sand oder Dreck siehst du hier nicht bei einem Auto. Ne? Und das, ich würde mal sagen, das ist ein typisches Familienauto. Und wenn die Kinder sich da, wo ihr klein wart, ne, da seid ihr manchmal ins Auto eingestiegen, da ist uns schwindelig geworden. Deswegen glaube ich, diese Fußmatten. Ja. Sonst im Großen und Ganzen finde ich das Auto sehr schön. Automatik natürlich. Ja. Es gibt den Hyundai Kona als Verbrenner, dann als Diesel, Elektro und den Hyundai Hybrid. Ja. Ich finde am besten, wenn man schon Elektro und ein bisschen auf Umwelt achten muss oder sollte, ja, finde ich okay. Ich glaube, Hybrid ist die bessere Lösung. Ja. So kann man auch längere Strecken einfach am Stück fahren. Also wenn der Akku einfach mal leer ist, also die Batterie, dann kann man einfach auf den normalen Motor umsteigen. Das finde ich ziemlich gut. Auch der, ich habe auch erstmal gedacht, dass er nicht so weit kommt mit dem Motor, weil er muss ja irgendwo sein. Die Batterie nimmt ja bestimmt viel Platz weg, habe ich gedacht. Aber der kommt schon ziemlich weit, also war ich schon ziemlich überrascht. Ich sag mal, wir wohnen ja nicht weit von der Stadt, aber wenn wir langsam fahren, langsam losfahren, dann kommen wir voll elektrisch durch, also wirklich bis zur Stadt, hin und zurück. Ja? Okay. Nur morgens, manchmal, wenn die Batterie noch nicht geladen ist, springt er manchmal den Motor an. Also Tom, würdest du, jetzt mal ehrlich, ja, würdest du dir so ein Auto zulegen, wenn du 18 bist? 18 glaube ich nicht. Also da würde ich glaube ich eher auf den i30N zurückgreifen, glaube ich. Aber übertreib mal. Wenn es eine Drossel gibt für den i30N, dann kriegst du einen, wenn du 18 bist. Ja, dann Drosseln wäre erstmal 50 PS. Ja. Ja. Aber ich sage immer, man Träume kann man haben. Ja. Zum Glück hat er nicht Ferrari gesagt. Ja. So. Ja, das ist mir tatsächlich für mich ein Familienauto, also das ist für mich, wenn man eine kleine Familie hat, kann man das wirklich hier überlegen, das hier anzuschaffen. Ja, ne? Preis ist völlig in Ordnung, ja. Der kostet ab 28.000 bis volle Bude liegt man bei, ich glaube, 34.000. Ja. 5 Jahre Garantie, kilometerfrei.
ehrlich, da muss man überzeugt sein, dass das Auto hundertprozentig hält. Seitdem wir bei uns so das Thema Hyundai im Hause haben, habe ich das Gefühl, das ist kein Spaß, den Hyundai Kona hat jeder zweite hier und den i30N auch. Also das ist echt ein krasses Gefühl, muss ich mal sagen, wirklich. Laut den Zulassungszahlen ist der Kona, ich glaube, das meistverkaufte Auto bei Hyundai. Obwohl ich selber persönlich... Der Hybrid oder? Ich glaube Elektro. Da gibt's ja, da gibt es Vollelektro und da gibt es Wartezeiten bis ganz lange. Auf jeden Fall, ich persönlich finde auch sehr schön den Santa Fe und den, der Name ist nicht so schön, aber Tucson, irgendwie so heißt er. Achtung, ich mache Vollgas. Ein bisschen schwach auf der Brust, aber das ist ja kein Rennauto, das ist ein, ich sag mal, ein Stadtflitzer, ein Stadt-SUV oder ein Familien-SUV, sag ich mal so. Gut, bei mir muss man auch natürlich dazu sagen, ich habe ja meistens sehr hoch motorisierte Autos, auch wie der i30N, ja, da kann man nicht vergleichen, 300 PS Auto mit einem, ich sag mal, mit einem Kona, der gerade mal die Hälfte hat, aber fährt sich wirklich cool, also die Sitze sind cool, so. Und allgemein finde ich ein echt gelungenes Auto. Finde ich wirklich. Auch der Head-Up-Display finde ich so erstmal so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, vorsichtig gesagt. Aber was richtig cool ist, das Ding fährt komplett rein. Ja, also wenn man da keinen Bock drauf hat, kann man im Prinzip das Ding komplett runterfahren. Und wenn das Ding runterfährt, ja, geht da so eine Klappe und die bleibt zu. Bei dem A8, bei meinem Lieblingsauto eigentlich, sehe ich jetzt, das ist ein Schwachpunkt. Ja, und zwar, da ist quasi dieses Head-Up-Display, also so ein Loch, und da geht er nicht zu. Und ich habe da ganz viel Staub. Ja. Sonst ganz, ganz, ganz schönes Auto. Lenkrad fühlt sich gut an. Ja. Hier Klimatronik, Sitzheizung, Lenkradheizung. Schaut mal hier, Automatik, mein Lieblingsgetriebe. Ja. Ist zwar kein DSG, aber ja, aber lässt sich sehen. Schaltet gut, sanft. Also wirklich, da, bei manchen Automatikmodellen ist das so, wie so ein Schaukelpferd, ja. Aber das schaltet gut. Guck mal, wenn ich jetzt auch mal, zum Beispiel jetzt, hat er ganz Gang gewechselt. Das hast du gemerkt? Nein. Guck mal, ich habe hier, ja, einmal USB, Ladegerät, USB, ja. Hier ist Zigarettenanzünder. Das ist ja neu, deswegen ist ja noch alles hier ein bisschen sehr staff. Ja. Wie gesagt, Sitzheizung, oben machen wir aus. Es ist sehr warm heute. Lenkradheizung, Automatik. Schaut mal hier. Ja. Guck mal, tschack. Kannst du Handy reinlegen, kannst du Getränkehalter hinstellen. Also richtig cool. Das Auto ist wirklich sehr, sehr, sehr praktisch. Ne? Schwarze Türgriffe. Ja. Das finde ich auch sehr schön, obwohl das Kunststoff ist, ja, ist das wirklich, hat so eine schöne Struktur. Ja. Und ich glaube, ja, dass das alles nur aussieht, ja, als wenn das alles getrennt wäre, aber dass alles quasi ein Teil ist. Ja. Finde ich auch schön gelöst, dass das nicht so einfach ein Klotz ist und ein paar Türgriffe rein, sondern einfach man macht sich Gedanken, dass das quasi auch zwei verschiedene Materialien oder zwei verschiedene Strukturen hat, dann wirkt das, als wenn das wirklich alles Einzelteile wären. Was ich vermisse bei dem Auto, ist der Drehzahlmesser. Ich bin das immer gewohnt, ein Drehzahlmesser zu haben. In diesem Fall quasi so ein, ja, à la Drehzahlmesser. Das zeigt uns quasi, ob wir auf Sparmodus fahren oder Vollpower und so weiter. Ja? Der Hybrid-Motor arbeitet die ganze Zeit. Der zeigt uns hier vorne auf dem Display, wie quasi die Energiegewinnung hier funktioniert. Finde ich auch nicht schlecht. Also wir haben mit dem Auto bereits 2036 Kilometer gemacht. In 5 Wochen.
Vier, fünf Wochen. Ja gut, wir sind ja 600 Kilometer schon aus Dresden gefahren. Ja, stimmt. Ja, war zu wenig. Ganz langsam losfahren, ne? Hört man nur die Reifen. Und jetzt so? Jetzt danke. Ne? Also im Prinzip kann man das Auto mehr oder weniger auch kurze Strecken voll elektrisch fahren. Mich verwirrt also ein bisschen dieses Elektro, weil manchmal gucke ich, ist der an, ist der aus? Ein bisschen, ne? Ja, ja. Oder? Ja, man merkt das manchmal gar nicht, dass er umschaltet. Das merkt man wirklich nicht. Also wenn man vor allem, wenn man jetzt Vollgas gibt, merkst du das, weil dann springt der Motor direkt auf hohe Drehzahlen. Aber wenn du ganz normal fährst, ist das so ein bisschen manchmal ungewohnt. Ne? Mhm. Wir werden auch für den Hyundai Kona ein Konzept erarbeiten. Ja? Aber müssen wir gucken, ob wir das bauen. Gucken, wie die Reaktion ist. Ja, ich glaube, ich hätte schon Lust auf einen Hyundai Kona. Ja, guck mal, wenn man Spuren wechselt, hast du es gehört? Ja, habe ich. Ich bin ja über die Linien gefahren und dann meckert er. Sehr gut. Hyundai, sehr, sehr, sehr gut. Auch wenn man zu nah drauf fährt, ist das meckert er auch. Was mich persönlich so ein bisschen nervt, ist, wenn man rückwärts fährt, macht so Bing, Bing, Bing. Das ist sehr laut. Ja. Es ist extra dafür gemacht. Ja. Das Auto ist ja voll elektrisch, also wenn er losfährt, hörst du das Auto überhaupt nicht. Ja. Und damit die Leute hinter dir ja, so ein bisschen aufpassen, macht es so ein Piepsen, so ein Geräusch. Ja. Und das hören sogar meine Nachbarn. Die sagen, Belze, du bist rückwärts gefahren, Michel, wir hören dich. Aus Sicherheitssicht ist das, ich sag mal, perfekt, ja. Aber so ein bisschen, ah, guck mal, schon wieder Kona. Schon wieder Kona. Ja. Siehst du, jeder hat einen Kona. Gut, Preis-Leistung, Tico-Taco, ja. Was bekommt man für, ich sag mal, 28.000 Euro? Gute Ausstattung, nicht Top-Ausstattung, gute Ausstattung. Ja, um 34 voll. Also wirklich, ich finde Preis-Leistung top, oder? Auf jeden Fall, also das lohnt sich tatsächlich sehr. Was ich auch in den, auf den Fahrten hier gemerkt habe schon, die Lautsprecher sind sehr, sehr gut. Also das stört mich manchmal bei manchen Autos, dass die Lautsprecher nicht so funktionieren, nicht so. Also der Tom ist immer bei uns für die Musik zuständig. Ja. Einfach oft, wenn wir fahren, egal wo wir fahren, auch schon wieder Konak, wenn wir unterwegs sind, macht Tommy die Musik bei uns im Auto. Ja, ja. Und hier die Anlage ist sehr, 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 sehr gut. Also viel besser als im i30N, habe ich das Gefühl. Vielleicht, weil das Auto einfach leiser ist. Also man hört nicht den Motor so laut. Mhm. Im i30 kann man sich nicht so gut unterhalten wie jetzt zum Beispiel hier. Vielleicht deswegen auch. Dein Vater fährt sowieso nicht. Er hat immer richtig Bock. Also der i30 so. Also komm, du kannst ja, sag mal jetzt ehrlich, ja? Sag mal, wie fahre ich mit dem Auto und wie fahre ich mit dem i30N? Ja, der i30N, da hast du ja schon ziemlich geballert, ne? Geballert, sagst du? Nein. Etwas. Aber hier wird man viel entspannter, oder? Ja, ja. Du sitzt ja nur mit einer Hand am Lenkrad, ne? Stimmt. Fahrschule. Fahrschule, und viele haben gesagt, ich bin ja Vorbild für viele Zuschauer, deswegen muss ich mit beiden Händen das Lenkrad festhalten. Ja. Nein, bei dem Auto braucht man das nicht. Ja. Guck mal. Psst. Tot. Weiß man nicht. Ist der an, ist der aus? Jetzt Ampel wird grün. Man muss ein bisschen mehr Gas geben, damit das hier Ramazamba geht. Das ist noch so wirklich ungewohnt. An der Ampel denkt man, oh, der Motor ist aus. Das gefällt mir überhaupt nicht. Also ich mag das ja, wenn der Motor weiterläuft und man so ein bisschen spürt, dass er noch an ist. Mhm. Das gefällt mir persönlich auch nicht. Auch bei manchen Autos hat man dieses, kann man das einstellen, ob der Motor anbleiben soll oder ausgeht. Habe ich es lieber, wenn es an ist. Nee, ich glaube nicht, ne? Okay. Der ist zwar keine Rakete wie der Tesla, ne? Bei uns, ja. Tesla war schon, wir hatten den Tesla P100D, da gibt es ein paar Videos, wo wir auch so ein bisschen Viertelmeile gefahren sind, gegen Aventador und Co. Die sind echt lustig, könnt ihr vielleicht auch euch angucken. Jo. Ja, zu öffnen. Ja. Während der Fahrt geht nicht, hast du gesehen? Ehrlich jetzt? Mach mal auf. Warte, geht. Warte.
Nein, das geht nicht. Ey, ehrlich, guck mal, ich mache mit allen Fingern, das ist kein Spaß. Achtung. Der zieht mich voll zurück und macht das Auto zu. Ne, die fühlen sich sehr, sehr gut an, wenn man die anpackt. Das ist wirklich so, aber ich habe leicht gezogen und der macht zieht zurück und macht das Auto zu. Ja, gute Sicherheit. Ne? Aber sonst, würdest du was ändern an dem Auto? Allgemein? Oder vielleicht ein bisschen mehr Licht tatsächlich einbauen in manche Segmente hier. Zum Beispiel hier diese weißen Rahmen um die Lüftungsschächte. Lüftungsschächte. Die habe ich gedacht, das ist beleuchtet. Ja, ich habe mich richtig gefreut auf abends. Ich habe das leuchtet. Das wäre tatsächlich sehr, sehr cool gewesen, weil hier auch der Start-Stopp-Knopf hier auch so in dieser Farbe ist, in so einem weißen Ring. Nee, leuchtet aber leider alles nicht. Und wenn man hinten sitzt, da ist das überhaupt alles sehr, sehr dunkel gestaltet. Das finde ich ein bisschen schwierig. Also gefällt mir persönlich nicht ganz so, wenn ich hinten sitze. Was mich so ein bisschen irritiert oder verwirrt, ist, hier ist alles beleuchtet, ja, das ist alles schön beleuchtet, also die ganzen Knöpfe, ja, und auf der Beifahrerseite ist der Knopf nicht beleuchtet, ja, und du hast recht, also muss ich mal sagen, hinten, wenn Kinder sitzen, ja, ich meine, du bist ja kein Kind mehr, wenn hinten Kinder sitzen und eine Scheibe aufmachen wollen oder sowas, finden die das gar nicht, das ist schon dunkel. Ja. Aber im Großen und Ganzen finde ich das Auto bombastisch. Ja. Ja. Schöner Familien-SUV. Passt auch viel hinten rein. Ja, das ist so ein kleiner City-SUV. Ja, ne? Genau. Nennt man das so? Kann man, glaube ich, sagen. Komm, ich fahre schon. Nein, es fühlt sich gut an, hier drinnen zu sitzen. Das ist wirklich. Und wir unterhalten uns viel im Auto. Ne? Also nicht nur, weil die Kamera läuft, sondern wir unterhalten uns viel mehr in so einem Auto, als wenn ich. Ein Autofahrer, was etwas hochmotorisierter ist. So, auf jeden Fall, jetzt werden wir beschleunigen von 0 auf 100 mit dem Hyundai Kona. Achtung! Und zack! Da geht der Motor sofort an. Normalerweise geht er viel, bis 20, glaube ich, km/h, 30 Elektro. Jetzt zack! Ja! Ja! Also für eine Familienkutsche schon, ja. Ja, also für eine Familienkutsche ist er wirklich mehr als ausreichend. Ja, der Tom, der ist jetzt 16 geworden. Hm. Ja. Und zwar, der wird nächstes Jahr 17, dann kann der, was kann der machen? Begleitet Autofahren. Richtig. Und von wem wirst du begleitet? Von mir. Ja. Ja. Du bist der erste Ferrari-Fahrer mit 17. Ich glaube auch. Rolls Royce. Nein. Nein. Ja, noch was zum Auto zu sagen? Zum Schluss? Mehr gibt es nicht zu sagen. Ne? Also ich glaube, wir berichten dann in 2 Monaten nochmal über den Kona, wie der sich wirklich fährt, wenn man den jeden Tag benutzt. Ja. Oder? Genau. Richtig. Also, das war's hier von uns aus Kaplinfort. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert uns, schenkt uns ein Like oder kommentiert. Und so weiter. Ja, also wir sind für alles offen und das nächste Video zum Kona kommt, wenn wir ein paar schöne Designs machen. Ich habe übrigens letztes Mal in den Statistiken geguckt, 85% von euch haben nicht abonniert. Oh. 85%. Oh. Das ist viel. Das ist sehr viel. Also bitte abonniert uns, dann könnt ihr auch nichts verpassen. Bald werden wir einen YouTube-Channel auch von dem Tom eröffnen, sagen wir mal so. Ja. Oder? Dann haben wir die ganze Familie. Zulegen, dann haben wir die ganze Familie auf YouTube. Da brauchen wir uns gar nicht mehr zu sehen, sondern einfach. Ja, gucken wir die YouTube-Videos. Gucken wir uns gegenseitig YouTube-Videos und wissen wir, okay, der oder das und das und das. Also, Tommy wird ein eigenes Auto bauen zu seinem 17. Geburtstag. Ja. Was für ein Auto das sein wird, soll man verraten? Ja, komm. Also, zur Auswahl stehen momentan 3 Autos: Das ist der Audi 80 mit einem schönen Umbau. Mit dem Breitbau wahrscheinlich, ja. Was wir jetzt bauen. Ja. Das wäre es ja kein Prior-Design, ne? Mein Junge. Oder? Vielleicht ein Golf 2. Oder? Auch Breitbau. Auch natürlich Breitbau. Oder, was auch ganz schön wäre, das war tatsächlich meine erste Überlegung, ein E46. Nein. Als erstes Auto kriegst du ein kleines Auto. Kleines Auto mit nicht so viel PS. Aber auf jeden Fall, ja, seid gespannt. Ich sag mal so, der Tom wird das Auto umbauen mit unserer
Hilfe. So ein bisschen helfen wir und wenn wir alles mit der Kamera begleiten, wir werden das teilweise hier zeigen. Da kannst du vielleicht uns bei der Entwicklung von dem Audi 80 und bei dem Golf, was wir jetzt bauen, Breitbauten, kannst du ein bisschen mithelfen. Dann hast du auch das technische Wissen, wenn du das Auto fährst. Okay? Okay. Okay, dann verabschieden wir uns von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Gute und vielen lieben Dank. Ciao. Ciao.